Tipps zum Wochenende und Skandalöses von den Mainz-Männchen. Außerdem zu Gast alles können Rick Cavanian und von den Fantastischen Vier Smudo und Thomas D. Und hier ist ihr Gastgeber Stefan Raab. Willkommen bei TV Total. Eins kann ich Ihnen, glaube ich, jetzt schon mal sagen. Heute bin ich absolut sicher. Ja? Also, ohne zu viel zu versprechen, meine Damen und Herren. Heute Abend, ja, wird die beste Show des letzten halben Jahres. Ja? Das kann ich Ihnen jetzt schon mal sagen. Und wir fangen gleich an mit dem Top-Ereignis des gestrigen Tages. Und zwar Deutschland gegen Brasilien, meine Damen. Haben Sie das Spiel gesehen? 1:1, ja? Und ich hatte allerdings den Eindruck, die Samba-Truppe vom Zuckerhut war allenfalls in Lambada-Form. Ja? Oder? Wie haben Sie es gesehen? Toll! Wer hat das Spiel gesehen gestern? Aha, interessant, wo doch zur gleichen Zeit TV Total läuft. Verräter. Super, oder? 1:1 gegen Brasilien, gutes Ergebnis, oder? Da kann jetzt die tschechische B-Mannschaft kann jetzt kommen. Ja, wir machen euch alle. Und das ist schon, muss man sagen, wer gegen den mehrfachen Weltmeister unentschieden spielt, der kann echt stolz sein, liebe Brasilianer. Ja? Herzlichen Glückwunsch. Und wir haben, nee, Moment. Und haben Sie die Bilder gesehen? Haben Sie die Bilder gesehen? Ich habe selten einen gefreut, gesehen, der sich bei einem 1:1 so gefreut hat wie Jürgen Klinsmann. Das ist ja der beste Freuer, glaube ich, auf deutschem Boden, oder? Schauen Sie sich das hier an. Es ist ein Lebenstraum, dass er gegen die Auswahl seines ursprünglichen Heimatlandes trifft. Hat vorher gesagt, erstmal die Freude hier genießen. Jogi Löw, der Assistenztrainer und Bundestrainer Jürgen Klinsmann. Ja, Wahnsinn, oder? Wie heißt noch mal der Spieler, der das Tor geschossen hat? Weißt du noch, was für der Spieler hat, der das Tor geschossen hat? Fällt mir im Moment nicht ein. Der das Tor geschossen hat. Der so lispelt. Kevin Kurani, jetzt weiß ich wieder. Ja. Kann ja von Glück sagen, dass nicht Carsten Spengemann heißt oder so. Weißt du? Oder Lukas Podolski. Ja. Super, wie Klinsmann gejubelt hat, oder? Das erinnert mich ein bisschen an die Szene, erinnert sich noch, wo Klinsmann ins Netz gesprungen ist. Hier, schauen Sie sich das noch mal an. Das ist die beste Jubelszene. Und Klinsmann, der Hecht, Mann, oh Mann. In der Waagerechten zum 2:0. Tornetze müssen stabil sein. Freuden auf und Frustabbau. Ich finde, Jürgen Klinsmann sollte man einfach vor die Trainerbank so ein Netz hängen, damit er sich mal freuen kann. Wahnsinn, oder? Dann habe ich eine interessante Schlagzeile für Sie. Das fand ich sehr interessant hier. Schauen Sie mal. David hat Haltungsschäden. Ja? Die berühmte Skulptur von Michelangelo hat offensichtlich Haltungsschäden. Das haben irgendwelche englischen Forscher festgestellt. Das kommt davon, wenn man 500 Jahre keinen Sport macht. Ja. Ja, er ist absolut ein körperliches Wrack, steht in diesem Bericht. Er hat irgendwie zu große Zehen oder so. Ne? Wie war das? Zu große Füße und so einen krummen Rücken und so. Ja? Aber liebe Frauen, bevor Sie jetzt voreilig urteilen, gucken Sie zu Hause erstmal, wer da neben Ihnen auf der Couch steht. Ja? Ja. Das ist unfassbar. Weil angeblich hatte David zu große Zehen und irgendwie einen krummen Rücken, ja? Aber keiner redet über den Mini-Penis, ja? Den man überall. Ja, das bei diesen ganzen antiken Figuren, ja? Da sagt keiner was. Haben alle nur so ein, alle diese Mini-Penisse, wie nennt ihr Penisse eigentlich? Penisse, Plural? Oder Penen? Mehrere Penen? Keiner sagt was über die Mini-Pimmel, meine Damen und Herren. Ja, da kann er selbst noch Philipp mithalten, ja? Sagt der Wolfgang. So. Ja, falls Sie sich den mal angucken, wo steht der eigentlich? Louvre? In Florenz?
Ja? Gut. Pass auf, dann haben wir eine interessante Schlagzeile und zwar diese hier. 20% der Deutschen, also jeder Fünfte, möchte die Mauer wieder haben. Das ergab eine Umfrage unter arbeitslosen Maurern. Nein, das ist tatsächlich so. Eine Umfrage gemacht worden, ja. Und für uns ist nur wichtig hier bei TV Total, wenn die Mauer wieder gebaut wird, können wir weiter Ostfernsehen gucken. Ja, das ist für uns wichtig. 12% der Ossis sind sogar dabei. 12% der Ossis wollen die Mauer wieder haben. Ja, und der Rest hat gefragt, wie, die Mauer ist offen? Ja. Und ich würde auch vorschlagen, wenn die Mauer wieder gebaut wird, dann als Staatsratsvorsitzender würde ich Oskar Lafontaine vorschlagen. Kleiner Tipp von mir. Und ja, es sind zwar nur 20%, die die Mauer wieder haben wollen, aber Sie wissen ja, wir bei TV Total setzen uns gerne für Minderheiten ein. So. Dann aber was Tolles von NTV. Das ist einer der schönsten Versprecher, glaube ich, der letzten 20 Jahre. Ja? Und zwar geht es um die Börsennachrichten und hier im Speziellen um die Börse in Manila. Und schauen Sie bitte, was diese junge Frau hier sagt. Ist unverändert bei rund 13.100 Punkten. Werfen wir mal einen Blick auf Manila, denn dort bäumt die Buse. Ja, da bäumt die Buse, meine Damen und Herren. Man kann schon von einem richtigen Busenbaum sprechen. Ja. Wahnsinn, oder? Oder wie Manfred Bleskin sagen würde, da bäumt sie. Die Buse. Hört sich auch ein bisschen, in Manila bäumt die Buse, hört sich ein bisschen an wie ein Lied von Jürgen Drews, irgendwie so ein Ballermann, oder? In Manila bäumt die Buse. Kann man auch. Super. Dann was Interessantes, und zwar beim Hessischen Rundfunk. Da war eine Schulklasse zu Gast bei einem Schäfer. Der hat da seine Herde vorgestellt und so. Und die Schüler durften Fragen stellen. Und die letzte Frage eines Jungen hat mir besonders gut gefallen. Wie oft im Jahr vermehren sich die Schafe? Einmal. Wie alt werden so Schafe? Also, wie alt? 11 Jahre im Schnitt. Hm. Können wir auch mal ein Stück Schaf uns probieren? Warum? Berechtigte Frage, oder? Wenn Sie sich demnächst wieder fragen, wer da nachts in der Lüneburger Heide Schafe gerissen hat, dann wissen Sie, wer es war, ja? So, meine Damen und Herren. So. Wir haben Ihnen vor einer Woche oder so, ja ungefähr, ne, haben wir Ihnen einen kleinen Beitrag gezeigt und zwar den Trailerspot von Novopharm. Ja, Novopharm präsentiert ja den Sport bei NTV und Werbepartner von Novopharm ist wer? Neururer, ja, der Trainer des VfL Bochum und dieser Spot war so beeindruckend, von der Machart, von den Effekten, von der optischen, also es war George Lucas-like, ja, dass wir Ihnen den hier vorgestellt haben. Ich zeige Ihnen den nochmal, schauen Sie mal. Sport bei NTV wird Ihnen präsentiert von Novopharm. Wahnsinn, oder? Peter Neururer und dann, wenn die Sendung zu Ende ist, dann kommt der hier, schauen Sie mal. Sport bei NTV wurde Ihnen präsentiert von Novopharm. Wahnsinn, oder? Was heute möglich ist technisch so, oder? Und das haben wir hier gezeigt und haben dann, habe ich aus Spaß gesagt, der Herr Neururer könnte auch hier am Tisch vorbeilaufen und sagen, TV Total wird Ihnen präsentiert von Stefan Raab. Ja. Und heute Morgen haben wir ein kleines Päckchen in der Post, meine Damen und Herren. Gucken Sie sich bitte das hier an. Stefan Raab präsentiert TV Total. Wahnsinn, oder? Jetzt nach der Sendung müsste man dann Folgendes zeigen hier. TV Total wurde präsentiert von Stefan Raab. Peter Neururer, sensationell, oder? Vielen Dank. Vielen Dank an Peter Neururer. Viel Glück in der Champions League. Ist Bochum eigentlich in der Champions League? Nein. Ja, im UEFA Cup. So, meine Damen und Herren, das nur dazu. Jetzt kommt ein junger Mann zu uns, den kennen Sie aus der Bully-Parade und auch aus den beiden sehr erfolgreichen Filmen Schuh des Manitou und Traumschiff Surprise. Und nächste Woche beginnt die neue Serie mit ihm und Bully zusammen. Bully und Rick wird sie heißen. Und hier ist Rick Cavanian.
Hallo. So. Dein Team ist Europameister? Killers! Ja. Sprichst du wirklich Griechisch eigentlich? Vergiss es. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem sensationellen Erfolg von Traumschiff Surprise. Wie viele Zuschauer mittlerweile? Kurz vor 9 Millionen. Wahnsinn! 9 Millionen Zuschauer. Welcher Film hat das außer Schuh des Manitou noch geschafft? Schuh des Manitou. Ja. Bist du tatsächlich Griechen-Fan? Ich bin Griechen-Fan, ich mag sie. Ja. Vor allem, ich mag es, wie die Griechen verhüten. Ich habe sie irgendwo hier eingepackt. Dieses T-Shirt gab es in dieser Tüte, das kann passieren, dass so viele Griechen plötzlich auf die Welt kommen während der Olympiade. Aber das macht nichts. So, jetzt stecken wir wieder rein. So. Geht nicht rein, ist so groß. Und jetzt gibt es eine neue Folge. Hat ein bisschen gedauert, ein bisschen was. Gibt es eine neue, nicht Quatsch, eine neue Folge, ist ja völliger Quatsch, sondern eine neue Serie. Ja? Jawohl. Und zwar, nach der Bulli-Parade gibt es jetzt Bulli und Rick jeden Montag bei ProSieben ab 21. nächsten Montag 21.15 Uhr. Und ja, was ist da anders als bei der Bulli-Parade? Wir sind zu zweit. Wie der Name schon sagt, Bulli und Rick. Explizit zwei Personen, die alle Rollen spielen. Das ist 25 Minuten lang zu einem, glaube ich, ganz durchschnittlichen Fernsehpreis. Was? Die Serie schreibt, habt ihr zusammengeschrieben, oder? Ist bereits nominiert. Wie, was? Nein, Quatsch. Wir haben es zusammen geschrieben, zusammen mit Alfons Biedermann. Zu dritt haben wir geschrieben, lange, sehr lange. Verwandt, verschwägert? Verschwägert wer? Mit Janet Biedermann? Auf keinen Fall. Alfons Biedermann? Nein, würde er nicht auf jeden Fall, nein. Hat er nie zugeben. Wer weiß. Ja. Nein, nein, nein. Nein. Und war es sehr aufwendig? Es sieht ja wieder sehr, sehr aufwendig gedreht aus. Nee, es ist wirklich sehr aufwendig. Es war auch aufwendiger, als wir eigentlich alle so gedacht und befürchtet hatten. Also wir hatten irgendwie wesentlich weniger Drehtage vermutet oder erhofft viel mehr. Und dann ist es doch recht viel mehr geworden, weil durch das ständige Umziehen und Maske und Make-up und dann die Figur und dann die, vor allem die Frauenrollen, irgendwie schwierig, kompliziert. Wer spielt die im Wesentlichen? Alle ich. Nein, wir haben es geteilt. Also Bulli denkt, er spielt die Hälfte, aber er spielt deutlich weniger als ich. Ja. Und wenn er das hört. Ja. Und wenn er, du machst ja neben der Schauspielerei noch auch eine ganze Menge Synchron. Du bist unter anderem ja auch die Synchronstimme von Austin Powers. Yeah, baby. Das bist du, ja, das muss man aber wissen. Ja, das ist. Das heißt, du kannst, wenn du am Telefon, kannst du ja den einen oder anderen Scherz dir erlauben, oder? Ich rufe dann bei Herrn Spielberg an und sage, hi, it's Austin. Nein, nein, also ich mache keine Scherze, weil ich privat überhaupt nicht lustig bin. Ach so, warum nicht? Es ist gesundheitsschädigend, hat man mir gesagt. So, dann haben wir einen kleinen Ausschnitt eigentlich aus der neuen Serie. Bulli und Rick ab dem 13.09. um 21.15 Uhr hier bei ProSieben. Kleiner Ausschnitt für Sie. Naja, Gott sei Dank habe ich den Super-Spezial-Sonder-Auslandsschutzbrief vom ADAC. Hola, señor. Hola. Ay, mama, qué grande porquería, eh. Sí. Male, male, male. Ja, mucho grande male. Oh, ja, si ja. Male. Ferrado con pentalo kaputt. Kaputt. Nix weiterfahren. No, periculoso. Sí. Hier, ADAC-Protektionsbrief. Du reparare. Sí, ADAC, ole, ole. Sí, sí. Espera. Sí, gracias. Señor. Grande problema, eh? Zu kurz. Male, sí, male, sí. Male. Ah, mira, Getriebe kaputt. Sí. Lenkung kaputt. Kaputt. Sitz kaputt. Ja. Reifen, todo kaputt. Todo kaputt und sí. Nichts weiterfahren. No. Du reparare. Hier, ADAC-Protektionsbrief. Du machen, alles neu. Nuevo, neu. Sí, sí, yo, alles neu. Neu. Adios. Alles neu. Und sie hat nicht mal nach meiner Mitgliedsnummer gefragt. Ja, Bulli und Rick. Ab Montag.
21:15 Uhr. Bei ProSieben. Hast du, das habt ihr ja abgedreht jetzt, ne? Wie viele Folgen werden das werden? 16. 16 Folgen. Und der Film ist jetzt auch fertig. Wann gibt es den nächsten Film? Ist doch bestimmt die meistgestellte Frage. Was macht er denn als nächstes? Urlaub. Urlaub. Jetzt im Kino. Der neue Film. Nein, er ist nicht Urlaub, aber wir machen Urlaub so, de facto Urlaub, getrennt voneinander. Warum? Das ist wichtig. Ach so, ich dachte, die Reise hat auch privat ein Paar. Nein. Vor allen Dingen ein Paar. Ja. Ja. Ein paar Würste. Ja. Nee, also wir machen getrennte Urlaube. Ja. Wo fährst du hin? Weit weg. Möchtest du nicht sagen? Ach Quatsch, überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich buche ja sehr spät immer. Very last final boarding call for Mr. Cavagna. Please check into the plane or take the bicycle. Nein. Ich weiß es echt nicht. Ich habe keine Ahnung. Wo willst du hinfahren an meiner Stelle? Wo ich an deiner Stelle hinfahren würde? Gegenfrage, frecher Gast. Griechenland. Ehrlich? Ja. Das ist eine verrückte Idee. Was kann man da machen? Ja, das ist ja alles möglich jetzt. Kannst du Griechenland spielen? Das mache ich vielleicht. Das ja. Mach ich. Wo fahren die anderen hin? Weißt du das? Also der Bulli fliegt mit dem Flug LH. Nein, ich habe keine Ahnung. Nein, weg, weit weg. Und wie lange geht der Urlaub dann? Der Film hat ja jetzt viel Arbeit gekostet, oder? Das sind ja 2 Jahre, die da drin stecken. 2 Jahre stecken da drin. Ja. Und was war die Frage bitte? Bist du unkonzentriert heute? Ich bin sehr unkonzentriert. Dieses Lied hat wirklich alles von mir abverlangt. Ich merke, wie der Bluthochdruck unerwartet hoch ist. Und ja. Ja. Was war die Frage? Habe ich auch wieder vergessen. Aber wir stehen uns... Du dumme Kuh. Du dumme Kuh. Du dumme Kuh, ja. Zu viel Pulli geguckt, oder? Du dumme Kuh. Selber. Ja, dann wünsche ich viel Erfolg, auch im Urlaub. Vielen und Dank. Vor allen Dingen mit der neuen Serie. Ich glaube, das wird ein Hammer. Ja, ich habe ja schon ein paar Sachen gesehen und danke. Kann nur sagen, tipptopp. Ja? Schnuppel die Puppel die Puh. Kann ich da nur sagen. Ja, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Meine Damen und Herren, Rick Cavanian. So. Wir kommen zu den Mainzelmännchen. Alles klar? Das nur zwischendurch zur Information. Der hat sich nicht wehgetan. Nee. Ja. Nee. So, meine Damen und Herren, wir kommen zu den Mainzelmännchen. Wir haben Ihnen hier mal einen Ausschnitt gezeigt von den Mainzelmännchen. Und wir stellen da eine Verrohung der Sitten fest bei dem Mainzelmännchen. Erinnern Sie sich noch daran, dass ein Mainzelmännchen völlig nackend, ja, unter Veröffentlichung seiner Geschlechtsteile in der Dusche stand? Schauen Sie noch mal hier. Fort, besser ankommen. Da. Da. Aua. Da. Können Sie genau sehen, die Geschlechtsteile, ja? Und weiß allerdings nicht genau, was es sein soll, ja? So, jetzt sagen Sie, ein Einzelfall, da ist einem bei dem Mainzelmännchen ein kleiner Lapsus unterlaufen, ja? Die Sache ist aber beim ZDF mittlerweile komplett aus dem Ruder gelaufen, ja? Denn überall, sobald Sie ZDF-Werbefernsehen anmachen, nackte, exhibitionistische Mainzelmännchen, ja? Hier zum Beispiel eins als Aktmodell. Kein Scherz. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Guten Abend! Steht da drauf. Auf die, ja. Okay, jetzt, da, als Sie es dann von vorne gesehen haben, waren viele Perverse jetzt vielleicht enttäuscht. Ja, aber nicht der einzige Fall, meine Damen und Herren. Weitere schlimme Fälle, es wird noch besser. Hier ein super Zaubertrick. Schauen Sie sich den an. Qualität von Henkel. Das ist doch völlig unnötig, oder? Das hätte ein Kaninchen zaubern können. Sterne, ein Hut aus dem Hut, ein Feuerwerk. Aber nein, das Zauberer-Mainzelmännchen zeigt wieder den Pillermann, ja? Wenn Sie genau zugeschaut haben, so haben sich Siegfried und Roy auch kennengelernt damals. So, jetzt aber noch nicht genug, meine Damen und Herren. Jetzt geht ein Mainzelmännchen in den Waschsalon und schauen Sie, was das Mainzelmännchen da macht.
Leistung aus Leidenschaft. Ja, sind Sie genauso geschockt wie ich? Oder absolut unfassbar, oder? Da läuft das Meinchenmännchen in den Waschsalon und macht sich splitternackt. Ja? Das kennen wir eigentlich nur aus Köln, sonst. Ja? Unfassbar. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt der Hammer. Jetzt wird das Meinchenmännchen natürlich total bekloppt. Und wo muss es dann hin? Zum Psychiater. Und was sagt es da? Schauen Sie sich das hier an. Präsentierte Ihnen das Wetter. Oh jetzt, oh, viele Probleme. Oh, viele Probleme. Hanne? Ah, Probleme, ah, so viele Probleme. Kannst du noch mal zeigen? So, zeig noch mal. So viele Probleme. Zeig noch mal. Präsentierte Ihnen das Wetter. Oh jetzt, oh, viele Probleme. Oh, viele Probleme. Ja, das haben wir gern, oder? Erst die ganze Zeit blank ziehen und dann sagen, so viele Probleme. Ja. Erinnert mich ein bisschen an die Ossis, ja. So. Ja, gut. Das Meinzelmännchen, dem Meinzelmännchen konnte nicht geholfen werden. Es musste in die Klapse, meine Damen und Herren. Das tut mir leid. Es ist beim Meinzelmännchen sowieso. Kennen Sie das hier? Da fährt ein Meinzelmännchen. Das ist kein Scherz, das haben wir nicht gemacht. Da fährt ein Meinzelmännchen im Bus, ja, und der fährt ein paar Kurven. Dann macht das Meinzelmännchen. Unfassbar, oder? Was da abgeht, ja? Ich sag supergeil. Ja. Ja, schauen Sie mal genauer hin bei den Meinzelmännchen. Würde mich nicht wundern, wenn da noch was ganz Schlimmes passiert in der nächsten Zeit. Ja. So, jetzt kommen wir zu zwei jungen Männern, die die Hälfte der erfolgreichsten deutschen Hip-Hop-Kapelle darstellen. Begrüße recht herzlich Smudo und Thomas D. Fantastischen Vieren. So, lang nicht mehr gesehen. Ja, ne? Viel bequemer hier, wenn man nur zu zweit da ist. Ja. Beim letzten Mal haben wir hier aufeinander gesessen. Genau, da müssen ja immer zwei in der Mitte sitzen. Was machen die anderen beiden? Sind Banke. Sitzen. Banke in der Stadt. Unbequem sitzen auf jeden Fall. Ja. Nee, wir haben an dem Studio gelassen. Ja. Und der Michi hat sich Urlaub gegen uns durchgesetzt und macht Urlaub. Ja, was macht die deutsche Rap-Szene? Wie beurteilt ihr das? Was ist so, wie sind die neuen Leute? Was kommt da was? Oder ist die Zeit vorbei? Ey, es gibt ja sozusagen, deutscher Oldschool seid ja ihr. Ihr seid ja schon totaler Oldschool. Ja, very Oldschool. Ja, Oldschool wäre auch noch hier fette Brot oder so. Würde man ja auch als Oldschool, Brot, ja. Auch schon hier so 5 Sterne Deluxe. 5 Sterne ist eigentlich auch schon Oldschool. Auch schon Oldschool. Bisschen, ja. Ne? So Mid-School, Oldschool. Der Herr Deluxe beispielsweise ist schon ein New School. Ne? Und ist auch der New School? Es gibt da, falls Sie jetzt zuschauen und sagen, Oldschool, New School. Ja. Ich war nie in der Schule, ja. Dann, das sind so Stile, also so Oldschool sind halt, es kommt aus dem Amerikanischen, früher mit Graffiti und so und irgendwie. Die alten Hasen, ja, die sind alten Oldschool, Hasen, das die ist es angefangen haben, erfunden haben. Es ist, wie es ist. Ja, aber es gibt ja jetzt auch diese neuen, was ist denn hier mit Echo Fresh, Sido. Cool Savage gehört sicher auch dazu. Das ist die was ist denn mit solchen Leuten? Sido ist kennt man den auch ohne Maske? Das ist doch immer der, diese komische Karnevalsmaske. Der hat aber deinen Bart, ich dachte vielleicht. Dass ich das will. Da steckt mehr dahinter. Nein, ich bin nicht, Dicks on Fire. Du bist ja so ein Tausendsasser. Jetzt haben wir es gesagt. Ja, schade. Ich bin Sido, meine Damen und Herren. Habe ich das richtig gehört? Da gibt es ein Lied von dem, das heißt Song? Ja, ich weiß, was du meinst, aber natürlich. Wo wir aber früher bei uns in der Redaktion oben gesessen haben und gesagt, irgendwann, wenn die Karriere mal sowieso vorbei ist, ja, dann machen wir mal so ein Lied, wo es um geht. Ja? Und jetzt gucke ich, einfach steht im Laden. Das du kannst einen Song kaufen. Du möchtest das gar nicht sagen, was das für ein Lied ist. Nein, das wissen Sie noch nicht? Kennt jemand Sido? Sido, Nachname heißt der Lean. Kann man auch Fenster mit sauber machen? Nein, kennen Sie nicht. Ja, das ist cool. Ich glaube, die Kids fahren da total drauf ab. Ja das stimmt. Ja. Das ist auch, glaube ich, für etwas Jüngere, während unser Album für jung und alt ist. Ich schwöre tatsächlich heute, wie der Zufall so will, wir sind hier in Köln, eine schöne Stadt. Ich bin mal wieder in der Stadt überhaupt. Ja. Auf dem Land kriegst du ja gar nichts. Deshalb war ich heute in einem Schallplattenladen und habe mir Sido D
Die Maske heißt ja sein Album. Habe ich mir heute gekauft. Und hast du gehört? Nee, noch nicht. Zusammen mit Ray Charles. Auch Ray Charles. Ray Charles, das neue school, Album von, von Ray Charles, das ist, glaube ich, ganz gut, oder? Ja, genau. Ja. Habe ich auch ein bisschen reingehört. Also, weil Sie jetzt sagen, wieso Ray Charles gut. Ist doch tot? Ja, aber das hat er kurz vorher noch aufgenommen. Das war auch meine Frage. Ich so, hey, neues Album von Ray Charles. Ich dachte, der wäre tot. Ja. Ja, ist er auch. Ja. So neu kann das ja auch nicht sein. Ja. Also. Ja, das ist immer so. Irgendwie hat man den Eindruck, irgendwie entweder werden die von ihren Plattenfirmen aus Promotion-Zwecken umgebracht, ja, weil immer, ja, weil es so oft, ja, es kommt ein neues Album und der Künstler, der das gemacht hat, ist gerade tot. Ey, die Zeiten sind Zufall? Da muss man echt mal drüber nachdenken, ja. Ja. Wir wollten auch schon losen, also wenn das nichts wird, muss einer von uns über die Klinge springen. Ja, wir haben genau. Glück, wir können das drei, vier Platten lang durchziehen. Die neue Single gibt es ja schon seit einiger Zeit, Troy. Troy heißt die. Right. Ist da eine Doppeldeutigkeit drin? Sozusagen das englische Wort für Troja, auch gleichzeitig das deutsche für Treue? Man könnte sagen, unsere neue Platte ist so eine Art trojanisches Pferd. Okay. Ja, du denkst nichts Böses, plötzlich springen die Fantas raus. Ja, okay. Den Gedanken bist du aber erst gerade. Ja, ich will gerade aus den Fingern wir haben es deshalb treu genannt, weil uns treu viel zu altmodisch erscheint. Von es treu ist so wie ich bin, meinem Waschmittel treu. Und das ist Peter Krausen, das ist Förster Silberwald. Und wir dachten, Troy is alright, it's Troy. Troy is Jack Bauer, kannst du Jack Bauer? Yeah, Troy is, we have to change to secure line, Thomas. Now, we have to go right now, you know, now, we need to be Troy now. Wer sagt das? Sagt du das nichts? 24, hammer erfolgreiche Serie. Du kannst Jack Bauer nicht. Ich bin guck kein Fernsehtyp. Ach so. Ja. Du Ach so, machst es. Ja. Das Album heißt Viel, ja? Das neue Album. Viel. Was heißt, ist da viel drauf? Wie viel ist da drauf? Naja, es geht so. Reichlich. Wie viele Lieder? Voll bis oben hin. Ich 14. glaube, es sind 14. 14 Lieder. Mit ein bisschen Intro und Outro. Mit ein bisschen Intro und Outro. Also ein bisschen Styropor. Okay. Ja, das ist, im Plattengeschäft verdient man auch nicht mehr das, was man früher mal verdient hat. Kann man auch nicht mehr das investieren. Die Verkäufe gehen zurück, die Leute brennen sich das Zeug und loaden sich das irgendwo illegal. Nee, unsere Leute brennen auf das Zeug. Ja, also so, brennen auf das Zeug. Ja, ihr seid der große Verfechter des Nichtbrennens. Du hast dich ja ganz schon in der Frühphase des Downloadens. In der Frühphase habe ich mal mitgemacht bei einer Aktion, die auf das Problem aufmerksam machen sollte. Und wir haben Recht behalten. Ja. Naja, deswegen muss man umso besser sein. Vielleicht sorgt das auch dafür, dass das musikalische Niveau steigt, dass nicht mehr jeder Idiot Platten bekommt. Ich meine, wir sind eine eigene Plattenfirma, deswegen betrifft uns das auch mehr als Popstars, die wir schon sind. Da Guck mal, da winkt jemand mit so einem Schild, da steht viel ab 27.09. im Handel. So, ja. Alle kaufen. Stefan, weiß noch mal darauf hin, bitte, wie geil dieses Album ist. So viel steht da nicht drauf. Naja. Ja. Also so viel. Vergessen. Bitte was? Ich hab das vergessen. Das Handel. Das so schnell im Handel. Handel. Ah, Im Handel. Am 27.09. im Handel. Ja, wenn Sie das Album kaufen wollen, dann können Sie das machen. Die Single gibt schon. Wir zeigen einen kleinen Videoausschnitt aus dem. Wir zeigen einen kleinen Videoausschnitt. Kleinen. Das ist auch schon fast gerappt gewesen. Wir zeigen einen kleinen. Kleinen Videoausschnitt. Hier ist Sie wissen, was ich meine. Wir zeigen einen kleinen. Ja. So, zeige nochmal. Von Troy. Zeig ihn bitte. Man brauchtest du jemand, der nur kennt und gelingt, der dir die Welt erklärt oder mit dir rennt? Ja. Man wolltest du ein bisschen tiefer gehen, alternative Ideen zu unserem miesen System, oder? Wir waren mal eher so nach Luxusjagd und wir haben durchgemacht, im coolsten Club gestartet. Doch immer trafen wir den richtigen Ton, machten dir nie was vor, hätte es dir nicht gelohnt. Von der Band im Land, die dir treuer war, bei der die CD dir nie zu teuer war. Musik ist Therapie, wir sind versteuerbar. Jetzt sag mir nochmal, du hast einen neuen Star. Ist schon okay, ich versteh dich ja. Ja, ich find ja auch, dass er mir ähnlich sah. Jetzt komm mal her, die Warte Rise vorbei. Wir sind wieder bei dir und wir bleiben hier schon. Du hattest gute Zeiten, wir waren mit dabei. Wir werden dich begleiten, wir bleiben treu. Du hattest schlechte Zeiten und wir waren auch dabei. Wir werden dich begleiten, wir bleiben treu. Die Fantastischen Vier, Troy! Stefan, Wir kennen uns eine Ewigkeit, dann zu jeder Zeit nur wenig Streit, bist ein bisschen langsam. Nur ab und zu gab's noch ein bisschen Knatsch, gar nicht Klatsch und Tratsch, fühlst du dich verarscht, aber es war nicht schwer, dich wieder rumzukriegen. Diese drei Typen hier sind vom Verlieben. Und so weiter und so weiter. Also, können wir das technisch dann hier? Nee, vergessen. Wir hatten gute Zeiten, wir waren mit dabei, wir werden nicht.
dich begleiten. Wir bleiben treu. Du hattest schlechte Zeiten und wir waren auch dabei. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie können auf unser Eröffnungskonzert kommen. Wir spielen. Was? Wolltest du noch was sagen? Ich wollte so mit dieser schönen Hintergrundmusik auf unserer Eröffnung. Achso, 27. September. Moment, dann mach ich was Schönes. Ja, irgendwie du. Wie war das gerade nicht schön? Das war auch schön. Ah, okay. Aber ich kann ja mehr als zwei Akkorde, das möchte ich auch gerne zeigen. Naja, schon verstanden, den Zynismus. Am 27. September erscheint diese Platte, am 28. September gibt es eine große Party in Berlin in der Hauptstadt. Anlässlich der Eröffnung der Popcom spielen wir in Berlin. Lauter Bands von unserem Label, Gentleman ist dabei, Maximilian ist dabei, 5 Sterne Deluxe sind dabei, wir sind dabei. Stefan kommt vorbei zum Zuschauen. Was? Also vielleicht, wenn du Zeit hast. Ich spiele im Vorprogramm. So, das war's? Ja, das spiele im Vorprogramm. Nee, das habe ich mir gerade aus den Fingern gesungen, du weißt ja, Improvisation ist nicht. Ich habe schon viele Läden leer gespielt, deine Zuschauer. Ja. So, wisst ihr schon, was ihr am Wochenende im Fernsehen schauen wollt? Nein, wisst ihr nicht. Nein. Deswegen gibt es jetzt die TV-Total-TV-Tipps zum Wochenende, meine Damen. Ja. Wir haben überhaupt keine Kontrolle mehr. Also, einen halben Zentimeter weniger einschenke, schon genau, ist das. Ist klar. Geht's bald los oder was? Von mir aus, hier sind die TV-Total-TV-Tipps zum Wochenende. Los geht's am Freitag um 14.15 Uhr beim ZDF mit Das Elefantenwaisenhaus. Elefanten, da meinen viele. Süß. Ja, aber wehe, der niedliche Dickhäuter ist nicht stubenrein. Dann heißt es nämlich schon bald bei Mama. Sag raus, aber schnell. Die Schwergewichte landen hier, im Elefantenwaisenhaus. Das ist ja schlimm. Allerdings, denn die angenehmen Momente sind die Ausnahme. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Der Sadismus der Wärter kennt keine Grenzen. Sexuelle Annäherungen sind nicht selten. Ich kann dem Elefanten noch so viele Strapzahn ziehen. Ja, ist gut, behalt's für dich. Vergewaltigungen an der Tagesordnung. Es kommt, was kommen muss. Die Dickhäuter reißen aus. Die wenigsten schlagen sich mit Hilfsarbeiterjobs durch. Die meisten landen an der Flasche. Der Kreislauf beginnt. Prostitution oder der Fall in die Kriminalität, um immer mehr Schnaps zu bekommen, wie Tankstellenüberfälle. Piepen raus, sonst blass ich dir dein Hirn weg, Theorie. Nur wenigen kann schließlich mit therapeutischen Maßnahmen geholfen werden. Fröhlicher wird's am Samstag. Da gibt's tolle Klassiker. Super RTL zeigt um 20.15 Uhr Magnum. Magnums Freund Higgins ist in den Busch verschleppt und fast zu Tode gemästet worden. Magnum ist am Boden zerstört. Er bittet seinen anderen Freund Tessie, mit dem Hubschrauber die Suche aufzunehmen. Aber Tessie hat auch nicht seinen besten Tag. Und die Suche ist bald zu Ende. Leider ist in dieser Folge der berühmte Ferrari nicht zu sehen. Aber viele Zuschauer haben sowieso ihren eigenen. Ich habe vielleicht keine Ferrari vor der Garage oder vor der Haustür. Aber ich habe einen dicken Ferrari in der Hose. Später am Abend gibt's bei RTL 2 um 23.35 Uhr den zweiten Klassiker, Rambo 2. Sehen Sie Sylvester Stallone in seiner größten Rolle. Ich persönlich bevorzuge allerdings Schwarzenegger. Hasta la vista, baby. Boom. Am Sonntag kommen die Autofans auf ihre Kosten. Um 17 Uhr gibt's auf Vox Auto, Motor und Sport TV. Freuen Sie sich auf eine neue Ausgabe des Trendmagazins mit Trendmoderator Kurt Weber. Herzlich willkommen zur großen Eröffnungsparty am Samstag und Sonntag bei uns in Weil der Stadt. Gewinnen Sie zum Beispiel eine Reise nach Mallorca, genießen Sie die Live-Musik und freuen Sie sich über viele Aktionen für Jung und Alt. Genau, gewinnen Sie fantastische Preise wie diesen tollen Zigarettenanzünder. Im Automotorsport-Test diesmal, was taugen die neuen Biolackierungen? Neues Werkzeug für Inkontinenzfahrer, Wegfahrautomatiken für Knöllchenkleber und der neue Fronteinstieg beim Honda ZX. Am Ende gibt's wieder den Frauenblock mit Hilfe für das schwache Geschlecht. Das lief bei der letzten Fahrt falsch. Dann habe ich Gas mit der Bremse verwechselt, weil ich dachte, mein rechter Bein ist mein linker Bein. Bessere Suche der Frauenparkplätze, Tipps zur Autopflege und natürlich wieder den Quizblock.
Welches Pedal entfällt bei einem Wagen mit Automatikgetriebe? Welches Pedal? Das Gas? Fast! Die Auflösung gibt's nächstes Mal. Zum Abschluss noch ein Tipp für unsere Kleinen. Ariel, die Meerjungfrau, zeigt Super RTL am Freitag um 17.45 Uhr. Sehen Sie die ganze Geschichte, wie Ariel überhaupt ins Meer kam. Wie sie sich dort prächtig entwickelte und wie sie wieder einsam wurde und den Rest ihrer Tage mit ihren neuen Freunden verbrachte. So, das waren auch schon wieder die TV-Tipps zum Wochenende. Wenn Sie alles öde fanden, schalten Sie doch den Fernseher einfach mal aus und machen was Anständiges. Sie bitte das Album von den Fantastischen Vieren. Viel, ja. Was ab nächste Woche im Hande erhältlich ist. Ab 27. Ab 27. Das ist nächste Woche. Ja. Was ist das denn? Übernächste Woche. Übernächste Woche. Ja, übernächste Woche. Vielen Dank, die halben Fantastischen, die Fantastischen 2. Ja, alles gut. Tschüss.